Also nochmal herzlich willkommen hier bei uns in unserer Wandelbar Transition Stadt im Wandel Platz. Und als ich im Vorfeld war, dass Kazuo Kitanashi nach Kassel kommt, ist mir aufgefallen, als ich darüber nachdachte, was ihn eigentlich auszeichnet, dass so, wie ich ihn kenne seit über 20 Jahren, dass er eigentlich in Sachen Wandel und Frieden und Kunst die ganze Zeit unterwegs ist, dass es gar nicht erst so eine Bewegung eigentlich braucht oder so einen Namen oder so einen Titel, dass ich ihn als friedenswandelnden Künstler sozusagen, dass wir ihn so erlebt haben. Er war auch schon über 20 Mal, 19 Mal in Kassel, aber seit 20 Jahren kennen wir uns schon. Ja, und wir freuen uns, dass er dieses Jahr wieder hier ist und jetzt zu diesem besonderen Thema interkulturell bestimmt einiges zu sagen hat, weil er ja auch auf der ganzen Welt, kann man sagen, unterwegs ist. Ich denke, wenn nachher noch Fragen zu Transition sind oder zu hier, was wir hier machen, können wir gerne nachher auch noch ein bisschen so erzählen. Ja, thank you very much that you are again here and we like to see what you want to show us. Thank you. Good evening. So nice to see you. Thank you for coming and thank you for Ankara. Thank you Ankara and then everyone who has invited me to talk about aesthetics, intercultural aesthetics. It's a new concept to me and then I don't know what it is. I can talk about aesthetics, maybe cultural aesthetics, using calligraphy. Just okay. Translate, excuse me, Klaus. Okay. Ich weiß nicht, wie gut ihr das versteht, sonst würde ich das jetzt auch richtig übersetzen. Ja, ne? Also der Klaus hat alle begrüßt und sich bedankt bei Angela und Norbert. Und möchte jetzt ein bisschen über interkulturelle Ästhetik sprechen. I don't know what it means. Karl sagt, ich weiß nicht, was es bedeutet. I could talk about cultural aesthetics. Ich könnte über kulturelle Ästhetik sprechen, Ästhetik in Kulturen. Yeah, maybe if it's not your culture and then you hear about aesthetics, maybe it's intercultural. Also, Karl sagt, wenn es nicht deine eigene Kultur ist und du hörst über interkulturelle Ästhetik, dann würdest du sagen, es betrifft nicht deine eigene Kultur. Mm-hmm. From last night and today, we were studying East Asian calligraphy. Also gestern Abend haben wir begonnen und heute studieren wir also ostasiatische Kalligraphie. Yeah, we could call it Chinese calligraphy because it started in China. Wir könnten es chinesische Kalligraphie nennen, denn das hat in China begonnen. But also Korean people, Japanese, Vietnamese people also practice this calligraphy. So we could also call it the East Asian calligraphy. Aber diese Kalligraphie wurde in Korea, in Vietnam, in Japan praktiziert und daher können wir es ostasiatische Kalligraphie nennen. Of course, calligraphy is
means beautiful writing. Also natürlich bedeutet Kalligraphie schönes Schreiben, schön Schrift. So it has to do with the writing books. Also es hat mit Schreiben, mit Schrift zu tun. So this kind of writing is called ideography or logography. Also diese Art von Schreiben wird Ideographie oder Logographie genannt. Most writing system in the world is phonetics, means you letters represent sound. Also die meisten Schriften in der Welt sind phonetisch. Das bedeutet, ein Buchstabe repräsentiert einen Klang. In this writing system, symbol represents a word. Und in diesem Schriftsystem bedeutet ein Symbol ein Wort. In a way, an idea. So it's called ideography. In anderen Worten, eine Idee. Deshalb wird es Ideographie genannt. This is a very unique system of writing. The only system actually, symbol representing a word, the system that is active in the world nowadays. Also das ist eine einzigartige Art von Schrift, wo also ein Symbol ein Wort repräsentiert und das einzigartig in der Welt ist. Started in China. Maybe over 4,000 years ago. Das System, dieses begann in China vor 4,000 Jahren. So maybe it started something like that. So vielleicht hat es mit dem, was ich jetzt zeige, begonnen. Okay, I'm going hunting. Mm-hmm. And you come later. Yeah. And then maybe. Two big trees. And then there are some, we meet there. You know. Also es sind zwei große Bäume, yeah. Und das bedeutet, wir treffen uns dort. Two trees, and then there's a stream. So we, I'll be there, or something like that. Also das sind zwei Bäume und in der Mitte ein Strom. Und das ist also Wasser, ne? So was. Und das bedeutet, wir treffen uns dort. Mm-hmm. Or maybe you can see. Oh. Maybe, maybe we go this way. And then there's a mountain. And then there's a tree. I'll be there. Vielleicht da ein Weg, ein Berg, ja, und da linker Hand ein Baum, und dann sagt der Kass, da werde ich sein. So people, maybe the easiest writing tool was a stick from maybe branch. Also das früheste Schreibwerkzeug war wahrscheinlich ein Stück Ast. And the easiest thing to write on is the ground. Und am leichtesten kann man auf dem Boden schreiben. Yeah. There was no concrete ground, so everywhere you can write. Right? Also es gab keinen festen Boden, so wie Beton oder sowas. Mm. Also konnte man überall schreiben. So this is a picture. So this is a pictograph. It's called pictograph. Kind of a symbol that is a picture. Also das ist ein Bild und deshalb wird es ein Piktograph genannt, also ein Symbol, was ein Bild ist. Mm-hmm. So the pictographs are the earliest forms of ideographs. Also Piktographen waren die früheste Form von Ideographen. Then there are many things to draw, maybe a wolf,
or gate or dog or there are many things to draw, but that's not enough. So people started combining like maybe two trees. Also es gibt viele Dinge, die man zeichnen müsste. Ein Wolf, ein Tor, ein Hund. Und die Leute haben also angefangen, Sachen zu kombinieren, zum Beispiel zwei Bäume. So, two trees mean what? Zwei Bäume, was bedeutet das? Forest, wood, right? So, that's another character. But it's no longer a pictograph, it's an idea. Two trees means many trees, and it's a forest. That's an idea. So it's called ideograph. Also an dem Punkt wird das zum Ideographen, weil es ein Symbol darstellt. Okay, another idea. Eine andere Idee. This is the sun, right? The sun. Das ist die Sonne. And then this is moon with a little design. Das ist der Mond. So the sun and moon combined. Some of you know the Chinese ideographs, so you know it. But if you don't know, what does it mean, sun and moon together? Also das ist Sonne und Mond zusammen. Kasak, manche von euch kennen die chinesischen Zeichen, aber wenn ihr es nicht kennt, was denkt ihr, was das bedeutet, Sonne und Mond zusammen? Day and night. Day and night, that's very good guess. Time, guter Tipp. Time, it's a good guess. Auch yeah. Guter Tipp. Getting close. Kommt näher. One day, that's getting close. In fact, getting far away. Something like arisen? Risen. You think too much. You know, this means bright. There's a lot of light, sun and moon together. There was no electricity. Also das bedeutet leuchtend, weil da war jetzt viel Licht, Sonne und Mond. Es gab damals noch keinen Strom. And also to brighten, to make it bright. Und auch etwas hell machen, leuchtend machen. To illuminate. Etwas beleuchten. And then, if you are illuminated, you have knowledge, right? So it's also, it means knowledge. This came much later, but knowledge. Und wenn man etwas beleuchtet, erlangt man Wissen, das heißt, viel später kam die Bedeutung hinzu, dass das heißt Wissen. To clarify. So oder etwas zu klären. By combining two nouns together, very simple nouns, sun and moon, you create an adjective, a verb, abstract noun. So just one symbol can, one word, I think in German or in English too, one word can mean different things and sometimes different parts of speeches, right? Excuse me, guys. I'm sorry, I can't remember everything. So, also, das kann ein Verb sein, ein Adjektiv, ein Substantiv und, oh ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, wie auch im Deutschen. This means like an Adjective, Verb, a noun,
abstrakt Name. Ein abstrakter Name, ja, ja. Abstraktes Subjektiv. Mm-hmm. So in a way, you know, this one word, one symbol can mean a wide range of concepts. So ein Wort, ein Symbol kann einen großen Bereich von Konzepten bedeuten und abdecken. Mm-hmm. And then the brush was invented. Und dann wurde der Pinsel erfunden. It's around the time of Christ. Um die Zeit von Jesus Christus? So the first 2000 years people were on the carving. So die ersten 2000 Jahre haben die Leute nur geschnitzt. On wood, on animal bones, on stone. Auf in Holz, in Tierknochen, in Felsen, in Steine. And it was difficult to carve a disc, right, or circular lines. Und es war schwierig, eine Scheibe zu schnitzen oder runde Linien. So the sun, the disc, die Sonnenscheibe, the circular form was replaced with rectangle. Die kreisrunde Form wurde durch ein Rechteck ersetzt. And then the disc was replaced by line. Und die Scheibe wurde bei Linien, mit Linien ersetzt. So this is the sun. Das ist die Sonne. It doesn't look like the sun, but people kind of know that this came from here. Also das sieht nicht aus wie die Sonne, aber die Leute wissen, dass es sich von dort entwickelt hat. This also means a day. Und es bedeutet auch Tag. What days? Oder Tage. Mm-hmm. Or later, Sunday. Oder später Sonntag. Mm-hmm. First, so when it was carved, it was like a mechanical geographic sign, straight. And there was no brush, so there was no brush stroke. Also als es geschnitzt wurde, war es also Handwerk. Es gab noch keinen Pinsel. So brush was in it. So this is a brush stroke, right? Brush movement. It shows that this was done by a brush, not a pen. Und das hier sind Pinselstriche. Das sieht man, dass das bei einem Pinsel gemacht wurde und nicht mit einem Stift. Then, when the brush was invented, people, instead of drawing one line like this, geographic, in a way, mechanical line, this, by the way, do you know what it means? Wisst ihr, was das bedeutet? Bei der Gelegenheit? Ground. Wann? Huh? Ground. Was ist das? Boden. It means ground. Ground. It's a good guess, but it means one. It's a guter Tipp, aber es bedeutet eins. Mm-hmm. Oh, by the way, that means one day. Oh, und das heißt ein Tag. Diese beiden Zeichen. Hm? Or the first day of the month. Oder yeah. Der erste Tag des Monates. Mm-hmm. Please come here. And what? He's smoking. Oh, I see. Okay. So, one, when the brush was invented, people got really excited. Als der Pinsel erfunden wurde,
war die Aufregung groß unter den Leuten? And then like people are doing like this one. Und sie haben eins, also das Zeichen eins, auf diese Art gezeichnet. So, what the brush can do is to start really pointed and then making the line very wide and then exit pointed. So it's a wonderful thing the brush can do. Also der Pinsel kann ganz auf einen Punkt beginnen, kann dann schmal werden, wieder breiter und auch wieder auf einen Punkt enden. Mm-hmm. So people are trying to get the maximum effect from the brush. Also die Leute haben versucht, den maximalen Effekt aus dem Arbeit mit dem Pinsel herauszuholen. Ne? So this, to make this very wide, you need to lean the brush. But this is about this width, right? This width. But if we lean the brush, it becomes this wide. Also damit das so breit wird, muss man den Pinsel quasi hinlegen oder beugen. So, like this, thin, then wide, and then again. So, kind of tilting the brush and then making it straight. And so. Also man muss den Pinsel neigen und dann wieder gerade machen, um enge und breite Passagen zu erreichen. But it was a little bit too much kind of work for just drawing one, you know. Aber das war eigentlich zu viel Arbeit, nur um eins zu zeichnen. So, people started doing something like that. So this is this shows that there is a brush movement. It started kind of pointed and then making it a little bit wider and then a little bit flexible and the ending is a little bit wider but not too much. Also man hat das dann so gemalt und dann wird man fängt also auf einem Punkt an, aber man wird dann wieder ein bisschen enger, ein bisschen breiter und gegen Ende wieder, man endet auf einem Punkt. So this became this style of writing. It's more, it shows the brush movement, but also it is economical. The movement is economical, not so much movement. Also das ist ökonomischer. Man sieht zwar noch die Bewegungen des Pinsels, aber es ist insgesamt ökonomischer, wirtschaftlicher. So this is called formal script. Dies wird formale Schrift genannt. Established by artist called Zongyan, second century of the common era. Also das wurde von einem Künstler, dessen Namen ich nicht bedauern kann, im 2. Jahrhundert begonnen. Er hat das also quasi errichtet, diese Schrift, oder? So even now this is the most common script, common style of writing. Und das ist die meistübliche Art, der meistübliche Stil der Schrift. Maybe it can be compared with Roman capitals in alphabets. Also das kann vielleicht verglichen werden mit der unserer römisch-lateinischen Schrift, mit den Buchstaben. It's one of the earliest scripts in alphabet, earliest styles of writing in alphabet,
and still very common. Also das ist die eine der frühesten Schriften im Alphabet und es wird immer noch sehr häufig benutzt. Sehr üblich. Yeah. It's not just a straight line. It has a little serif, you know, at the end there is a little bit line like this, right? So in a way it's very artistic. It's not only useful and then easy to write, but it's beautiful. Roman capital. Yeah. Also es ist nicht nur ein gerader Strich, sondern es ist künstlerisch, es ist nicht einfach so ein Strich, den man zieht. Ja, this is intercultural aesthetics. Also das ist interkulturelle Ästhetik. So far, do you have any questions or thought or objections? Hat jemand Fragen? Ja, und zwar... I would ask how you come from the traditional calligraphy to the free forms or to use colors. What was your inspiration for this? Oh, that's a big jump. Sag's auf Deutsch. Also, mich würde interessieren, nochmal so im Rückblick den Karls zu fragen, wie er von der traditionellen Kalligraphie, die er ja mal gelernt hat und lange Jahre betrieben hat, wie er auf diese freien Formen und auch das Benutzen von Farben gekommen ist. Well, you are trying to skip 2000 years. So I will kind of respond to your question a little bit later. Okay. Maybe 2000 years later. But I like to sort of go to the next step, you know, what is the kind of aesthetics in the brush calligraphy in a traditional way first, and then how I'm different. Yeah. Also der Karl sagt, die Frage von der Angela, die kommt quasi 2000 Jahre später, weil er wollte es jetzt noch erzählen. And Karl, could you just tell them your last sentence? What did you say now? I will talk a little bit about the next step from the discovery of this line, formal script style, to the next step. Und Karl wird jetzt über den nächsten Schritt sprechen, also der Entwicklungsschritt von dieser formalen Schrift, wo man diese Linie zieht, zum nächsten Schritt. So you can see that this is symmetric, you know, geometric, but this is asymmetric. Right hand side and left hand side are different. Not so different, but a little bit different. Also das ist also oben drüber der Strich, der ist symmetrisch, geometrisch, und unten drunter, das ist nicht symmetrisch. Also wenn man links und rechts betrachtet, das passt nicht genau übereinander. For example, this tree is stem, two branches, two roots, maybe three. So this is symmetric and in a way mechanical and geometric. Okay. And then, Also dieser Baum, der hat zwei Äste, drei Wurzeln und ist symmetrisch, geometrisch. And then, when in the formal script, der formalen Schrift,
like this. Right and left. Top and bottom. Here again, right and left. These are different, asymmetric, in every subtle way. Not too different, but in a subtle way, in every way, it's asymmetric. Top and bottom, right and left. Also, wenn man hier die Spitze und das untere Ende betrachtet, oder links und rechts, dann ist das immer asymmetrisch. Mm-hmm. So, this is the most basic aesthetics in East Asian calligraphy. Asymmetric in every subtle way. Und das ist, könnte man sagen, grundlegendes Prinzip der Ästhetik, dass es in so auf subtiler Art asymmetrisch ist in der ostasiatischen Kalligraphie. Mouth, no? Mund? It's like this. Originally. Mm-hmm. And then it was difficult to carve, so it became like this. War schwierig zu schnitzen und daraus hat sich das entwickelt. Geometric. Geometrisch. Symmetric. Unsymmetrisch. And then when the brush was invented. Als dann der Pinsel erfunden wurde. Right and left, different width, different angle, different energy, and then top and bottom is different, and the relationship is different. There is a little bit opening. This is not a mistake, but it's usually happens, not all the time, but also these two strokes are combined, so this is counted as one stroke. Then a little bit indentation here, often here a little bit too, but maybe not in the same way, but a little bit, you know. So in every subtle way, the different shapes, different spatial relationships, and create something a little more exciting, a little interesting. And so this is again the basic settings. The sun, yeah, okay. Mm-hmm. I won't be able to remember. Also da ist eigentlich jeder Strich anders. Die Striche sind vom Winkel her anders, von der Weite her anders, also wie breit ist der Strich, der Winkel ist anders. Dann diese Öffnung oben ist Intention, die passiert. Das Ganze sind eigentlich nicht vier Striche, sondern zwei, zack, 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 zack. Und das ist auch, das habe ich jetzt einfach so gesagt, und dass das auch so ein bisschen übersteht. Also das ist auch Intention und das ist das schafft so ein bisschen Aufregung, ist also nicht langweilig und das ist ein weiteres Prinzip dieser Ästhetik, dieser ostasiatischen Kalligraphie.
to the sun. And go back to the sun. Jetzt gehen wir wieder zurück zur Sonne. So again, you can see different Also man kann den Unterschied sehen? Ja, yeah. Right and left, opening, indentation, different energy. Also parallel, but a different energy. Also links und rechts, die Breite der Striche, die Öffnungen, Indentation, also ich weiß es nicht genau dort, aber dass er eben da so ein bisschen die Striche überragen, andere Energie. Size of the spaces will be different. Der Raum ist ein bisschen unterschiedlich, also da in dem Zeichen. A little bit going up, so that makes also asymmetric. Es geht ein bisschen hoch, das macht es auch asymmetrisch. I think East Asian calligraphers are classicists. Also ich glaube, sagt Kas, dass die ostasiatischen Kalligraphen Klassizisten sind. Meaning, we have a very common standards. You know, calligraphers in Hong Kong, in Taiwan, and maybe Malaysia, and then Korea, and Vietnam, and Japan. We all have the same standard, which is ancient Chinese masterpieces. Also, Kasak glaubt, dass Kalligraphen in Hongkong, in Taiwan, in Korea, in Vietnam, in Thailand alle den gleichen Standard haben und das sind chinesische Meisterstücke als Basis. Mm-hmm. Mm-hmm. So, we all kind of study Chinese masterpieces from the classical period, which is from the 3rd century to 8th century, around that time. Also wir alle studieren chinesische Meisterstücke aus der Zeit des 3. bis zum 8. Jahrhundert. So people maybe think, oh, this is, whatever I do is beautiful. Without really studying the classical work, their work may not look appropriate or profound. Also jemand denkt vielleicht, ah, das ist toll, was ich mache, ne? Aber wenn er nicht diese chinesischen Meisterstücke studiert hat, dann ist es nicht angemessen, das Zeichen, oder es zeigt, es zeugt nicht von tiefer Kenntnis, ist nicht profund. And in many ways in European paintings are like that, European calligraphy or music is like that, you know. Maybe musicians often study Bach or Mozart or, you know, study many years. And then they start maybe creating their own music. Und das verhält sich auch so in europäischer Kunst, also europäischen Musik oder auch
europäische Kalligraphen, da ist das auch so, dass die erstmal die sagen wir, europäischen Meister studieren, wie Bach oder Mozart, das einige Jahre studieren und dann erst ihre eigene Kunst entwickeln. Not only classical music, but maybe jazz or rock music also. Maybe people study kind of basic things and then go from there. They create their own style. Ja, also auch das betrifft zum Beispiel auch Leute, die Jazzmusik machen oder Rockmusik machen, dass sie erstmal die Klassiker studieren und dann, nachdem sie das getan haben, sich ihrer eigenen Musik zuwenden. It's same as dance or different types of arts and crafts, I think. So in a way, East Asian calligraphy is not really a special case. Also so verhält sich das auch mit zum Beispiel Tanz oder anderen Künsten. Und Kars sagt, ich glaube nicht, dass die ostasiatische Kalligraphie sich da anders verhält. So this is a formal script, and then we could do a little bit more fluid style. Also das war jetzt formale Schrift, und jetzt können wir etwas machen, was flüssiger ist, fließender. The sun can be like so. Die Sonne kann auch so gezeichnet werden. So, to make it more continuous. Continuous. Also um es fliegender zu machen? Fluid, softer. Weicher. And sometimes skipping some parts. Und manchmal lässt man noch einige Teile weg. But this is also classical too. Oh, das ist auch klassisch. Some people say this is traditional and this is, well, these are all both traditional. This kind of style developed maybe in the 4th century especially. So it's quite old, and then modern calligraphers also study these forms, semi-cursive script and cursive script. Also das ist eigentlich beides klassisch. Dieses Fliegende ist so ums 4. Jahrhundert herum entstanden und moderne Kalligraphen probieren das auch. Mhm. Das gibt es also noch das Halbkursive oder Kursive Schrift. And then actually today we were learning a little bit more cursive. It's like the sun. Also es ist jetzt sogar noch mehr kursiv. Karl sagt, das sieht aus wie eine Sonne, also findet zumindest. Still, this is traditional. So traditional people also did something fairly kind of free way of doing things. But these became classical standards. So we copy and then study. Also das ist auch eine traditionelle Kalligraphie und es wird also auch immer noch kopiert, benutzt. And one thing particular about calligraphy is in each stroke you have so much concentration, but also relaxation, because if you're not relaxed, you can't really concentrate well, right? So, concentration and relaxation. So each line, supposed to, you should be fully present
Also in jeder Linie, die man malt, muss man voll konzentriert sein, aber gleichzeitig auch entspannt. Karl sagt, man kann sich nicht wirklich konzentrieren, wenn man nicht entspannt ist. Ja, yeah, if you are thinking of maybe tonight's dinner or something, and then it goes something like this. Also wenn man gerade an das Abendessen von heute nachdenkt, dann geht der Strich immer woanders hin. So just being kind of fully there. Also man muss voll da sein. And then people can tell that this person was there or not. Very easy to see. Und jemand, der das betrachtet, kann ganz leicht sagen, ob diese Person voll dabei war oder nicht. So the most important thing is to be present. Also das Wichtigste ist, präsent zu sein. In one line, you have your entire life. You express your entire life. In einer Linie hat man sein ganzes Leben und drückt sein ganzes Leben aus. So I like one, you know, because this is only one line, and then I can say, this is my art. Everything is there, from me. Also ich mache das Zeichen 1, weil es nur eine Linie ist, und dann kann ich sagen, das ist meine Kunst, das drückt mich aus. So it works with my lazy nature. It works with my lazy nature. Ist das passt zu meiner faulen, in Anführungszeichen, Natur? Das Wort faul jetzt, das passt nicht ganz. Müßig ist das. Müßig. Ja, müßig ist schon mal. Müßige Natur, das ist so. Gott, ist das müßig. I already did one. Yep. But I'll do it once again. Er sagt, er hat es schon mal einmal gemacht, aber er macht es jetzt nochmal. So, like this. That is done by one stroke. Das ist auch dieses Zeichen, was da an der Wand hängt. Das ist auch bei einem Strich, mit einem Strich gemacht, das Zeichen 1. This is my art. So, das ist meine Kunst. It's like a joke, you know. This is my art. Was sagt, das ist wie ein Scherz, den er macht. Any thoughts or any comments? Gibt es Gedanken oder Kommentare dazu? Well, das Bild ist doch kein Scherz. Have you a pardon? It's not a joke. I had a show in Vienna one time, and then it was a gentleman, looked like a Chinese gentleman. Someone said, oh, he's a calligraphy master. And he said, oh, please come in. And he didn't want to come in and wear paintings like this. And then he came back next day, and then still he didn't want to come in, but he was very interested. And I could kind of read his mind in a way, because for most Chinese calligraphers, calligraphy is writing poems. So maybe, you know, like one line is seven, so four lines. So also der Kass hatte eine Ausstellung in Wien, und da kam ein Herr vorbei, der hat gesagt, gewandt, kommt aus China, und der hat neugierig geguckt, und Kass hat ihn reingebeten, aber er wollte nicht. Und am nächsten Tag ist er nochmal vorbeigekommen und kam dann auch rein, und Kass sagt, für die meisten Leute, die Kalligrafie machen aus Ostasien, ist Kalligrafie eigentlich das Schreiben von Gedichten. For most Chinese calligraphers, calligraphy is writing a Chinese poem. Also ein chinesisches Gedicht zu schreiben, das ist für die meisten chinesischen Kalligrafen. Chinese poems are like five,
in one column and then maybe four. So 20 characters. Also fünf Zeichen in einer Linie oder in einer Zeile oder vier, insgesamt 20 Zeichen. Or seven in one line, oder one sieben, column. Yeah. Oder sieben in einer Linie, das ist dann ein Gedicht. So for him, maybe this is not a calligraphy, you know, it's just one character, you know, so. So also für diesen Herrn wäre das wahrscheinlich keine Kalligraphie, das wäre nur ein Zeichen. But also I was using colors, so you know, calligraphers don't use colors. Außerdem hat Kars Farben benutzt und Kalligraphen benutzen keine. They use canvas. Calligraphers never use canvas. Kars benutzt Leinwand, der sagt Kalligraphen niemals. Die benutzen niemals Leinwand. So I could see, yes, he's thinking. You know. Oh, please come in. He has some seats. So, ich konnte also sehen, wie dieser Herr gedacht hat. We have a Chinese friend, Chinese artist, so you can find, you know, you can see that, you know, that's kind of most calligraphers idea. Yeah? But these are my pieces, and then pricing list is there. Aber das sind seine Stücke, die gemacht hat. Und das, da hängt auch noch eine Preisliste, wenn jemand das kaufen möchte. This piece is better, but it's not mine. Das wäre, das sagt er, ist besser, aber es ist nicht von ihm. It means transition city, right? Transition city. Also das heißt Transition Stadt? Ja. So I was saying that maybe most basic aesthetics of East Asian calligraphy is asymmetry. And also the most important thing we have to watch is to be present. So also, we need to be there. Also problemisches Prinzip, ästhetisches Prinzip der außerfernen Kalligraphie ist die Asymmetrie. Und sehr wichtig, Präsenz, dass man präsent ist. And now, so in a way, and we never say, oh, maybe I should fix it and then go back and touch up. We're not supposed to do that. Darum sagen wir also nie, das muss ich korrigieren, ich gehe zurück und mache da noch irgendwas dran, das, wir tun das nicht. But of course we can say, oh, this, maybe I made a real mistake, so I threw it out and then maybe I'll do it again. So that's fine. Yeah? So maybe we try many times and then when it is presented, maybe it looks like you are right there, be present. So that's an important technique throughout things that don't work. Also eine wichtige Technik ist, dass man also Sachen rausnimmt, die nicht funktioniert haben und das nochmal neu macht. And then, so being decisive, and being spontaneous, not really plan exactly, but let the brush kind of move and dance. So that's the basic thing. Also entscheidungsfreudig oder entschieden zu sein und spontan und nicht jetzt von Punkt nach Punkt zu gehen, sondern den Pinsel tanzen zu lassen. So it's the work looks really perfect. In a way, it's the kind of the work is dead. The kind of the work is? If the work looks perfect, yeah.
It is dead. Dead. It doesn't have life. Oh. Also wenn die Arbeit perfekt ist, dann ist sie auf eine gewisse Art tot. Yeah. People call it, kind of say, this is like a sign painter's painting. A sign? Sign painter, you know, the like store signs. Ah, das ist wie die Arbeit eines Schildermaler, genau. Schildermaler. Yeah. So store signs made, like, you know, people draw lines. And then maybe draw some kind of pencil marks, something like that, draft. And then you sort of fill it, right? So it looks perfect. Okay. So that's kind of, that's regarded as a bad calligraphy. Okay, also das ist, sind quasi Leute, die im Laden, für den Laden, die Schilder malen. Und die haben dann so Punkte, wo man dann ganz genau, ganz perfekt das ausmalt. Und das wird nicht als Kalligraphie bezeichnet. So to be really alive, it has to be spontaneous, and then something unknown is happening, and then actually something imperfect is there. Mm-hmm. Also die Arbeit soll spontan sein, und dann passiert irgendwas, und dann ist auch etwas da, was nicht perfekt ist. Mm-hmm. So that's my speciality. Making something imperfect. Das ist meine Spezialität, so etwas zu machen, was nicht perfekt ist. You can see, you know, maybe. And this one, I did recently, this larger pieces, I did, I performed with a violinist, and then I said, why don't we kind of perform waltz, like Vienna waltz, waltz. Waltz, mm-hmm. Also Carsten hat ja eine Performance, einen Auftritt mit jemandem, der Geige spielt, und da hat er zu dem gesagt, wie wäre das denn, wenn wir das mit einem Walzer verbinden? So my calligraphy, you know, kind of starts and then ends in a few seconds. So we can to work together. Also, weil seine Kalligraphie, die beginnt und endet in einigen wenigen Sekunden, und so können wir mit dem Violinisten jetzt, so können wir nicht zusammen auftreten. Like my circle, just takes a few seconds. So I thought, well, maybe we should do a spiral with this size brush. And then about the canvas was twice as wide and twice as tall. So, you know, I will keep drawing and then add some color and then do some more. Also so auch so ein Kreis dauert auch nur ein paar Sekunden, und dann haben sie hat der Kreis also mit so einem Pinsel, wie er jetzt hier hat, so eine Spirale gemalt und hat dann immer Farbe dazu getan und weiter gemacht mit Kreiszeichen. And then I did some pencil work to make it circular. So I put a leg of a table, you know, table was like this, and then I disassembled the table and then put it in there, and then put some string, and then so just a little bit in here, so that it will be fairly circular. Also Karls hat mit einem Bleistift so und so ein Nagel und Faden, Markierungen auf dem großen Tisch vorgenommen, und er hat ja eben auch gesagt, dass das doppelt so breit und hoch war bei dieser Performance als verglichen zu diesem Bild, was da hängt. But I was quite free, you know, I didn't worry about, I was following the pencil mark, so maybe the outer circle is fairly
kind of accurate. But otherwise, I can do anything, you know. Yes, I can do big and small and, you know, overlapping. And I was just having fun, you know, just kind of, the music was playing and I was not worried about having a nice shaped circle. Also, der Kars hat schon außen, hat er sich drin gehalten an diese Markierungen, aber im Kreisset, da konnte er frei arbeiten und das konnte sich auch überlappen und es war auch, hat auch Spaß gemacht, also während der Musik das zu malen. So, I'll do something, I don't know what. Also, ich mache was, aber ich weiß nicht was. So you see what I mean, that be decisive and not to really worry about being perfect, but let things happen, let the brush kind of move. Also ihr werdet jetzt sehen, was es bedeutet, also entschieden zu sein, sich nicht Sorgen zu machen darüber, wenn etwas nicht perfekt wird und quasi den Pinsel sich bewegen zu lassen. So you can see something called flying white, kind of white part, you know, in black line you see some kind of broken brush. Also man sieht da so etwas wie fliegendes Weiß. Das ist da, wo der Pinsel eine Art von gebrochen ist, ja. And of course, ink is bleeding. Weil natürlich blutet die Tinte blutet auch aus. A little bit out of balance, and wide and narrow. Anyway, also ist ein bisschen nicht im Gleichgewicht und ein bisschen breit und dann wieder ein bisschen eng. So the idea of the brushwork, especially kind of large scale, large character, and contemporary work, is maybe more like energy. Freedom, expressing some kind of freedom. Also die Idee ist eigentlich mehr in der zeitgenössischen Kalligraphie Freiheit auszudrücken und Energie. And this actually means energy. Breath, energy. Spirit in Chinese qi, Japanese qi. Also das bedeutet tatsächlich dieses Zeichen ist das Zeichen für Energie, Atem, Chinesisch qi, qi. Any thought or any objections or any questions? Gibt es Gedanken oder auch dass jemand sagt, das anders sieht oder Fragen? It's
So freedom is of course not to do whatever we want to do. Also Freiheit ist nicht, dass man das tut, was immer man will. Like improvisation in music, you play classical music over and over and again, and then you start improvising, right? So the freedom is based on really disciplined practice. Calligraphy is the same too. Also so wie wenn man also klassische Musik spielt und dann nach Jahren dazu übergeht zu improvisieren, und so ist es auch in der Kalligraphie. So this is my humble thought on intercultural aesthetics. So das ist mein bescheidener Gedanke zu interkultureller Ästhetik. Thank you so much. Darf man noch was fragen? Darf man auch Zeichen malen, die es nicht gibt? Is it allowed to paint oder die nichts bedeuten? Which don't exist, oder das und die nichts bedeuten? Or characters which don't mean anything? Do you mean some kind of forms that are not characters? Doesn't mean anything. Yeah, so that may be so. So you paint something like that. This means it's sun. Not in calligraphy. If you are doing calligraphy, you are not allowed to do something else. After World War II, there's something called, I think, abstract calligraphy in Japan, Chūshō Shōgō. And it's an oxymoron. Calligraphy means beautiful writing. Writing means kind of letters or symbols. But after the war, they tried to kind of deconstruct everything. So free kind of improvisational compositions, just maybe brush expressions. And there are some schools of people to do that. Many people do. I do. You know, I do some, like one stroke painting. It's not, strictly speaking, calligraphy, but it's a brushwork. It's a painting. Sure. I mean, there's no... no regulations against it. You just don't call it calligraphy, but the word calligraphy is used by painters in different ways. If you are kind of using lines, they call it calligraphy. So that's fine, you know, that's another, well, expanding kind of the word. I'm sorry. Also die Frage bezogen, Kasak eigentlich nicht. Also wenn man Kalligraf ist, dann ist das immer auch ein Zeichen. Und aber nach dem Zweiten Weltkrieg gab es sowas wie Dekonstruktivismus in Japan, und da haben also Leute auch solche Sachen gemacht. Und Kasak sieht sich selbst eigentlich auch da drin mit seinen One-Stroke-Paintings, also so Zeichnungen mit einem Strich, gibt es auch noch das Buch dabei. Und aber eigentlich ist ein Kalligraph jemand, der ein Zeichen macht, also ein Schriftzeichen. Ne? Like Franz Klein, the US artist, he used kind of
in a way, calligraphy, East Asian calligraphy lines, and actually he painted it, and very powerful kind of large scale. It's a painting, expressive painting, and then that really influenced East Asian artists. You know, it's so powerful. We are students of Franz Klein and Jackson Pollock, in a way, you know. And then I know that Chinese calligraphers also do create some kind of images, their own images, apart from traditional writing system. Also asiatische Kalligraphen sind beeinflusst worden durch Franz Klein und Jackson Pollock, durch diese Arbeiten. Franz Klein hat auch Kalligraphien gezeichnet mit einer bestimmten Technik. Und das hat wieder Ostasiaten beeinflusst. Mm-hmm. You have a question? Yes. I read in your book about the one-line drawings, mm-hmm. that you use different kinds of brushes that you made by your own, mm-hmm. like with different hairs of animals or something. Can you tell us more about this? And a second question, can you use the big brush? If you don't mind washing it. I can use it maybe without wetting it. Karl sagt, also er kann den großen Pinsel benutzen, ohne ihn nass zu machen. Weil Zina, war die erste Frage war, ob, er hat ja verschiedene Pinsel entwickelt, verschiedene Materialien, ob wir darüber sprechen können. Und zweite Frage war der Wunsch, er möchte doch bitte den großen Pinsel benutzen. Sagt der Krass, aber nur, wenn du ihn wieder sauber machst. You see? This is the best painting I've ever done. Ja, das ist das beste Painting, was er jemals gemacht hat. Also ich habe von einem gelesen, der hat seine eigenen Haare genommen. Aber he knows einer. I've read about a person who took his own hair to create a brush. But I think you have a question. Yeah. But before I'd like to answer your question, I think felt, you know, like felt, this is felt. But maybe white felt is a good material for painting. Also so Felt. I make a brush. Yeah. Aus weißem Felt hat er Pinsel gemacht? I cut to the felt strips. Strips of felt. Hab den Felt in Streifen geschnitten. And then maybe nail them on board and then handle. So it can be a kind of wide brush. So I can do wide painting. Bold, what's that? Bold. Stick, wooden stick. Aha. Hat die also auf einen hölzernen Stab drauf genagelt, hat einen Stock dran gemacht, sodass das also ein großer Pinsel war? But you know, felt is so too soft, so that when you paint, you know, it could be too soft, right? No resilience. So I put some hard paper board like this. Maybe a little bit thinner inside. Aber Filz ist zu weich. Und deshalb macht er so ein bisschen harten Karton, vielleicht nicht gerade so hart wie dieser, in diesen Pinsel rein. Mm-hmm. Inside. So it's really good, you know. It's
muss. Dann bewegt sich der Pinsel besser. I don't know much about Japanese calligraphy. According to Chinese calligraphy, a complete work consists of calligraphy, signature, and stamper. I feel some of your works don't have signature and stamper. Can you explain it? Oh yeah, the seals, you know, that is one mountain person, that's my artist name, mm-hmm. One mountain person. So this is calligraphy, traditional calligraphy in a way, you know, at least writing system. But this is like, to me it's like a modern painting, like that one. So I don't put traditional seals, maybe I sign or don't sign. So die Frage war, ob sie hat gelesen, dass also die traditionellen Kalligrafen einen Stempel, ihren eigenen ihr Siegel auf die Kalligrafie machen und das auch unterschreiben. Und hat sich gewundert, warum das der Kars nicht bei jedem dieser Gemälde hier getan hat. Kars sagt, wenn er manche Sachen betrachtet, er als moderne Kunst und dann macht er das, also nicht immer das Siegel, sein Siegel da drauf. Auf manchen sieht man zum Beispiel bei diesem 1, ne, da hat er auch den sein Ziel drauf und das heißt One Mountain Person. Mhm. Ja? Mhm. One Mountain Person. Also ich übersetze mal ganz wörtlich, ein Berg Person und I'm just translating it literally because it's difficult to say it's a picture. Also es ist ja ein Bild, dieser Name. Ja? Yes. Es tauchte verschiedentlich in deinen Ausführungen auf, es ist etwas nicht perfekt. Was heißt in diesem Zusammenhang perfekt? Woran bemisst sich, dass es etwas nicht perfekt ist? In some of the things you said, you're speaking about things which were not perfect, imperfect, and how is this being measured? Where is something not perfect? What is perfect? Mm-hmm. I think perfect is kind of really clean. I think clean line. Really clean line. And then in the maybe very faithful to the classical standard, that is perfect. Also eine perfekte Linie ist sehr sauber und sehr dicht, sehr treu kopiert an der klassischen Linie, sehr dicht da dran. Ja, yeah. So like if it were really, if you put it like this, maybe paint it to this one, this could be perfect, right? Or, you know, this could be maybe not so much air, quite part so much, that's more perfect, right? Mm-hmm. Also, Kass hat jetzt ein paar Linien gezeigt, die erste und die dritte, wo er sagt, die sind eher perfekt, während die zweite, die er gezeigt hat, da dürfte nicht so viel Luft drin sein. But, it shouldn't be imperfectly imperfect. It shouldn't be imperfectly imperfect. It should be perfectly imperfect. It should be perfect imperfect. Sorry. Vollkommen unvollkommen. Ich hätte eine Frage noch. Es gibt ja sehr viele Schriftzeichen, was ich habe mal von 14.000 gehört oder so, die natürlich niemand alle kennen kann.
Gibt es Schriftzeichen jetzt aus neuerer Zeit von Künstlern, die die neu erfunden haben und von anderen benutzt werden? Also die unter die 14.000, auf die 14.000 draufgelegt. He said there are many characters. He thinks about 14.000. He's not sure about it. And he asks, are there artists who have created a new character and who has been added to the already existing amount of characters? I don't know. I don't. You know, when I go to East Asian calligraphers conferences in the United States, they called calligraphers scholars in English. Ja, also wenn ich zu Konferenzen von ostasiatischen Kalligraphen gehe, dann werden diese als Wissenschaftler, als Gelehrte bezeichnet. So calligraphers are not really only artists, but they write poems, they read classical work, and then they study meaning of words, you know. So calligraphers are scholars, and I'm not sure if any of them created new characters. Probably not. If there are new words, for example, computer or email or something like that, do you use new characters or old ones? It's different from Chinese-speaking country and then like Japan. Japan has a phonetic, two types of phonetic. One type of phonetic is almost dedicated to represent foreign words, like computer or anything, any word, like arbeite, which means something different, but at least kind of. And then, you know, a lot of medical word from German, like cranky or, you know, karte or, you know, a lot of any foreign words. Anyone can just use this phonetic and then write, you know, people's names and so forth. Chinese, as far as I know, didn't develop phonetics, so they dedicate some ideographs for representing phonetics, like California or, you know, Deutschland and so forth. Computer, maybe they translate some part, and then some part maybe sometimes technical terms, probably they take the sounds, is that right? So you know, Chinese system is different from Japanese. And new combinations of traditional characters to write, for example, computer. But there are no characters created to say computer, they are used in a new combination. Okay. Yeah. So people can tell that this is a foreign word because it's not familiar. Okay. Yeah. I just would like to translate what you said about calligraph. About the question you had, as der Kasak gesagt, dass die Kalligraphen als Gelehrte, als Kola angesehen werden. Die schreiben auch Gedichte, die lesen alte Schriften, das ist vielschichtiger. Sie werden als Gelehrte angesehen. Das war vor deiner Frage, das war mir noch wichtig. Well, there are over 50,000 characters in one big dictionary. 15 or 50? 50. 50, okay.
50,000 characters. Yeah. So somebody has to invent it, right? And made some different combinations. So some of these people may have been calligraphers. Also es gibt über 50,000 Zeichen und die muss ja irgendjemand erfunden haben. Und ich habe nicht das letzte nicht richtig verstanden. Wo ist der letzte Sentence? So, somebody made up new characters, right? Mm. Many people. And some of them may have been calligraphers. Okay. You can't tell. Okay. Also, es muss ja Leute gegeben haben, die das erfunden haben, und wahrscheinlich waren die alle Kalligraphen. Manche von denen. Also, almost every intellectual people are calligraphers. They may not be professional, they may not sell their works, they may not show their work in exhibitions, but they can write beautifully. Also es ist viele Leute, die vielleicht nicht Kalligraphen sind, die das aber praktizieren und vielleicht auch wunderbar, wundervoll schreiben. Mm-hmm. Yeah. Yes. Ist in einer sich wandelnden Welt, in der wir leben, müssten da nicht permanent neue Zeichen entstehen? In this world, who is changing continuously, isn't it necessary that permanently new characters are created? Some characters are actually new. I think, you know, if I go to China, I see like card or something. A different character, a new character. Card? Yeah, you know, the credit card or something. Oh, I see. Okay. Also, wenn ich nach China gehe, da gibt es da schon neue Zeichen. Zum Beispiel das Zeichen für Karte. Ich habe nachgefragt, Kreditkarte zum Beispiel. I think, but I don't think so. I don't think people try to, sometimes, like sushi, Japanese invented it, that sushi is a special character. It's not in original Chinese, Japanese invented. There are some characters Japanese created, but no, I don't think. We need to create new characters. I mean, we have too many anyway. Also, die Japaner haben neuen Charakterzeichen erfunden für Sushi und haben da auch sonst einige neue erfunden. Aber Kass glaubt nicht daran, dass da ständig neue Zeichen erfunden werden. Er glaubt im Gegenteil, wir haben ja eigentlich zu viele davon. Maybe one more question. Vielleicht noch eine Frage, eine letzte Frage. One more important question. Eine weitere wichtige Frage. Yes, I'm interested in your inner mood, in your concentration before you start your works, or maybe when start your work. You don't start your work if you brush, but before, in your concentration, in your inner mind, maybe in a constitution of emptiness. Well, some people meditate, and then often traditionally grinding ink, you know, it takes a long time, so that's a kind of process of preparing your mind. Mm-hmm. Also, manche Leute meditieren, aber auch zum Beispiel jetzt die Tinte, wie heißt das, zu reinigen. Den Tuschenstein zu reiben, das ist natürlich auch eine meditative Sache, eine Vorbereitung. But I believe, you know, I think in every activity of life we should bring meditation. Aber ich glaube, dass wir in jeder Aktivität unseres Lebens
Meditation reinbringen sollten. Thank you so much. Yeah. Mm-hmm. Good night. Vielen Dank. Ja, wenn ihr noch Zeit und Lust habt, könnt ihr gleich hier um die Ecke noch ein bisschen ein paar Häppchen vom Buffet nehmen, irgendwas noch trinken. Moment, ist noch Zeit. Und wir wieder auch in unsere Sparkasse was reintun hier, in unsere Spendbox. Sie wollten einfach was sagen. Sie wollten einfach was sagen, würde ich zum Maybe I would...